MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. So, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtsvideo und vor allem erstmal euch da draußen allen frohe Weihnachten. Ja, ein schönes Weihnachtsfest. Ja, und später auch einen guten Rutsch, da kommen wir aber später noch zu. Ja, Freunde, frohe Weihnachten euch allen. Herzlich willkommen heute auf der Karte Römerberg. Version 3 habe ich mir ausgesucht heute, ja, für dieses Weihnachtsvideo. Ich habe es euch versprochen, wir machen dieses Jahr noch ein Weihnachtsvideo. Ihr wolltet das unbedingt und dann habe ich gesagt, komm, machen wir das. Man hört es, also ich bin wirklich sehr, sehr angeschlagen. Ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht allzu viel rede. Ja, ist dann auch das letzte Video für dieses Jahr. Ich lebe auch noch, ja, ich lebe noch. Mit dabei ist heute ein C2 aus dem Hamburger Buspaket mit ZF, Soundmod drinne und einem schönen Weihnachtsrepaint. Der Weihnachtsmann fährt ja auch Bus und läuft hier auch ein bisschen umher. Also wir machen uns das mal ein bisschen weihnachtlich, dachte ich. Starten das Ganze mal. Und ja, gehen wir erstmal alle soweit ein. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Bevor ihr nachher die Geschenke kriegt, guckt ihr euch natürlich wie immer hier das Weihnachtsvideo an. Das hat ja nun mittlerweile auch schon seit, glaube ich, 8 Jahren Tradition hier. Ich nenne das aber ab diesem Jahr ein bisschen anders. Das werdet ihr sehen. Ich werde das nennen wahrscheinlich Weihnachten 2022 und nicht mehr irgendwie Weihnachtsspecial oder irgendwie sowas. Wir machen quasi das Silvestervideo und das Weihnachtsvideo jetzt in eins und das machen wir also heute. Wir fahren die 636, habe ich mir immer ausgesucht, keine Ahnung, einfach so. Passt eigentlich von der Länge her ganz gut, 34 Minuten. Ja, und was ich euch noch nicht in einem Video vorgestellt habe, sondern nur im Stream, ist das Auxi. Also ich habe jetzt, dank Halykon, ja, schönen Dank an dieser Stelle, habe ich also mittlerweile auch dieses Auxi-Add-on. Und also war ich so, hä, was ist denn ditte? So, und mittlerweile, ja, kann man so ein, zwei lustige Spielchen hier machen. Also zum Beispiel den Fahrersitz kann man sich hier einstellen. Das finde ich ganz cool, ja. Könnt ihr euch denn auch noch das Cockpit so irgendwie einstellen? Auch nicht verkehrt. Ja, und ansonsten könnt ihr den Bus schon mal vorheizen hier. Ich mache ja ungerne im Let's Play Video hier die Heizung an, weil es einfach nur stört. Also ich werde vielleicht minimal heute mal ausnahmsweise anmachen, weil es hier doch ganz schön kalt ist. Ich starte mal soweit den Motor. Ja. Tja, also das heißt, ich werde in diesem Jahr oder ab diesem Jahr das ein bisschen umbauen hier mit Weihnachtsvideo und so weiter, Silvestervideo. Ich werde einfach heute an Weihnachten mal so ein bisschen resümieren, wie das Jahr so war. Und wie das nächste Jahr so werden wird. Einfach ein bisschen besinnlich. Ihr werdet sehen, wir haben noch eine halbe Stunde, dann ist es auch schon dunkel, wenn wir fahren. Wir müssen aber leider mit Hilfspfeilen fahren, weil das Omni-Navigation immer noch nicht hinkriegt, außerhalb vom Busbetriebssimulator bei mir. So, seht ihr, jetzt geht's los. Weihnachtsstimmung. Also 636 ist heute unsere Linie. Fahren wir mal los. Schauen wir uns das mal an. Waren Sie denn noch? Hallo. Auf? Hallo. So, der Weihnachtsmann schon mal da. Ein Fahrschein. Da haben wir uns ja auch mal ein Geschenk. Ja, guten Tag, Tag. Hätte er ja mal ein Geschenk da lassen können für uns. Der Weihnachtsmann. Aber gut, Betrieb. Gut, ich habe heute mal den Vorheiligabend ausgewählt, weil ich weiß nicht, wie ein Heiligabend, ob da überhaupt ein Bus fährt auf Römerberg. Deswegen habe ich einfach mal hier nochmal einen Wochentag genommen. Ja, also sehr schönes Weihnachtsrepaint. Könnt ihr euch in der Webdus runterladen. Das habe ich nicht selbst gemacht, falls einer fragen sollte.
So. Schauen wir mal. Ob ich denn auch alle zu weit. Ja, loswerde, was ich so sagen möchte. Es ist voll ungewohnt, wieder ein Let's Play zu machen, ein Video aufzunehmen, weil ich ja nur noch live mittlerweile mache. Oder fast nur noch. Aber fangen wir gerne damit mal an. Also, ich habe dieses Jahr mal wieder. Ja, sehr wenig. Oh, das fährt sich ja echt scheiße hier, aber gut. Ich habe vorhin schon mal eine kleine Probefahrt gemacht, weil müssen wir echt vorsichtig fahren hier bei dem Wetter. Wir müssen halt dieses Jahr mal wieder sagen, das war echt wieder wenig, was ich euch dieses Jahr so an Videos geboten habe. Dafür habe ich euch dieses Jahr, glaube ich, so viele Streams geboten, wie auch schon lange nicht mehr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das. Viele fragen ja immer, wann machst du mal wieder Video und so, aber da muss ich euch ganz klar sagen, also der Stream, der wird immer Priorität haben, ja, und der soll eigentlich immer auf dem Freitag stattfinden. Meistens klappt's, oder oft klappt's nicht, ja, aber ich versuche trotzdem dann, wenn dann immer noch auszuweichen, oder, weil diese Stream-Geschichte macht mir persönlich sowohl hier auf YouTube als auch auf Twitch drüben sehr viel Spaß. Das ist das Erste, was so für den Jahresrückblick zu erwähnen wäre. Wir haben auf Twitch auch mittlerweile 1000 Follower, haben da mittlerweile eine richtige Community. Das ist echt wirklich schön. Und auch immer mehr Emotes und da kommen immer weitere Features hinzu. Also richtig geil drüben bei Twitch. Und hier auf YouTube, ja, auch so nebenbei, haben wir das jetzt hingekriegt. Mit 9000 Abonnenten dieses Jahr richtig durchzustarten. Also da sind wir auch nicht mehr weit weg von den 10.000. Da auf jeden Fall mal wirklich herzlichen Dank an alle. Einmal bitte Kurzstrecke. Kurzstrecke. Noch schnell Geschenke kaufen, wa? Ist klar, junger Mann, ist klar. So. Ja. Also wie gesagt, nächstes Jahr schauen wir mal. Ja, vielleicht wieder ein paar Videos, vielleicht auch nicht. Kann ich nicht versprechen. Aber Streams werden auf jeden Fall so weitergehen wie bisher auch. Und das ist geil, Alter. Ich sehe viele Zuschauer, die wirklich ja fast jede Woche dabei sind, so, weißt du, das ist echt sehr, sehr schön. Auch welche, die so gar nicht aktiv waren früher also unter den YouTube-Videos quasi, ne? Das ist echt schön zu sehen. Und da wirklich vielen Dank immer an alle, die zugeschaut haben. Hallo. Hallo. Ja, und mir fehlt tatsächlich auch die Zeit, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die Zeit für YouTube-Videos noch, weil Videos wirklich sehr kompakt sind. Also, die brauchen immer ihre Zeit. Da ist so ein Stream schon echt auch für den Streamer, für den Creator angenehmer. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich hoffe ja, dass auch noch viel rauskommt für Omsi, was ich euch so zeigen kann. Ja, von MX, der C2, warten wir, C2 Stadtbus von mir. Ach ja, wir sitzen jedes Jahr hier und fragen uns, was passiert. Und naja, der Running Gag, wie ich immer sage, da will ich gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ja, aber auch Thüringer Waldathon müsste eigentlich kommen im nächsten Jahr. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh, was ist denn hier los? Der Weihnachtsmann. Kommt gleich doppelt hier. Eine Hallo. Kurzstrecke Weihnachtsmann. Bitte. Hallo. Eine Kurzstrecke Weihnachtsmann. Na, aber sicher doch.
Bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tag. Ach, hier noch schön mit Marc. Eine Tageskarte, bitte. Och, Tageskarte, Mensch. Wollt da ja Weihnachtsshopping machen. Ja, diese Weihnachtsmänner, die gibt's ja auch schon ein bisschen länger, also nicht erst seit diesem Jahr. Die könnt ihr euch dann im Halligon-Shop holen, die kosten nichts. Da müsst ihr euch nur anmelden, ja. Mit eurem Halligon-Account. Ja, sehr glatt, ne? Also so war es ja zuletzt draußen auch. Sehr glatt. Ja, dann lasst mich noch kurz erwähnen, was war dieses Jahr so? Also ich glaube, Städtedreieck 21 war so ein absolutes Highlight. Ich habe das jetzt dieses Jahr sein gelassen, zu sagen, wir machen das mit diesen Umfragen, weil ich einfach nicht mehr so in dem Game drinne bin, Freunde. Ja, das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Kann euch leider nicht mehr so genau sagen, was wann rausgekommen ist und auch ihr nicht, und dann heißt es am Ende wieder, das fehlt und das fehlt und das möchte ich einfach nicht. Hallo. Hallo. Einmal normal bitte. Aber so Ziel für YouTube wäre auf jeden Fall bei mir noch auf jeden Fall so diese 10.000 zu knacken. 10.000 Abonnenten, das wäre cool. Ja, und wie gesagt, dieses Jahr habe ich euch so ein bisschen gezeigt. Hamburg Linie 20 habe ich euch gezeigt. Auch schon ein bisschen eher, das war echt geil. Ja, da nochmal wirklich vielen Dank. Da war ja Aerosoft sehr fleißig. Städtedreieck, also es kam dieses Jahr doch schon so ein bisschen was raus. So ein paar Lichtblicke. Wo auch ich dann mal gesagt habe, da zeige ich euch mal. Sonst habe ich euch ja auch viel im Stream gezeigt, so ist ja nicht, ne? Hier auf YouTube machen wir das ja immer noch. Twitch ist immer mehr so ein bisschen Halligalli, so ein bisschen lustig, aber hier bei YouTube zeige ich euch ja gerne, wenn was rausgekommen ist, dann auch jeweils im Stream immer. Ja. Dann gab es noch Steinkirchen tatsächlich. Steinkirchen habe ich euch auch noch gezeigt. Die funktioniert bei mir mittlerweile nicht mehr so gut. Ja, nur um einige zu nennen. Ich werde jetzt hier nicht alle aufzählen. Wie gesagt, dafür habe ich nicht viel. Also das ganze Omsi-Gedöns, die sind ja gar nicht verfolgt so. Weil einfach wichtigere Sachen gab für mich dieses Jahr, muss man einfach mal so sagen. Aber so dieses Stream ist für mich immer noch, also da geht A, der Trend ja hin, und B, es ist auch das, oh, guck mal, wie schön das hier aussieht, Freunde, der Himmel. Und B ist natürlich auch das Stream irgendwo echt eine Sache, die mir richtig, richtig viel Spaß macht, und ich hoffe, das kommt auch jede Woche so rüber. Wir werden ja doch irgendwie immer mehr. Was ist denn heiß hier drin? Ah, 22 Grad! Glaub's ja, Manfred, das sind 22 Grad, das ist doch nicht heiß hier. Behindert oder was, Alter? Mach dir wieder aus, na gut. Kannst du frieren. Hier, ich mach dir auch noch das Fenster hinten auf. Wo ist er? Da sitzt Manfred. Da steht er. Ach, der hat hinten ja kein Fenster. Na, hier vorne bei mir mach ich auch nicht auf. Damit ich hier frieren, auf gar keinen Fall, da. Jo. Dann noch ein bisschen was Persönliches zu diesem Jahr. Also, das mache ich ja auch immer noch, Jans Jana.
Für mich war es tatsächlich persönlich auch kein schönes Jahr. Und das hat man hoffentlich nicht gemerkt. So, wenn ich gestreamt habe, dann hat man ja doch immer versucht, noch auf gute Laune zu machen. Ab und zu ist aber auch der Streamer ausgefallen dieses Jahr. Das wisst ihr auch noch ganz genau in diesem Jahr. Weil ich nicht mal dafür mehr Zeit hatte. Ja, weil einfach persönliche, private Dinge dieses Jahr vorgegangen sind und auch viele Dinge, die eben wirklich alles andere als schön waren. Und ich möchte so genau gar nicht drauf eingehen, weil es doch dann sehr privat ist, aber ich sag's euch so, ich bin auch nur ein Mensch und dieses Jahr war wirklich ein Jahr, wo ich schon sagen würde, dass es halt einfach das Schlimmste war, weil ich so viele Sachen durchleben musste, von erleben kann ja nicht die Rede sein, durchleben musste, die in diesem Jahr echt schlimm waren, wo du einfach nach dem Jahr sagst, Alter, da war ja fast gar nichts Positives dieses Jahr, ne? Echt ein sehr, sehr mieses Jahr gewesen für mich, aber ich hoffe, dass das nächste Jahr schöner wird, Freunde, ich hoffe es wirklich, dass ich auch im, aber ich meine, ich will es auch jetzt. Dadurch muss ich was da muss ich halt auch was verändern für. Das wird sich dann auch was verändern. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie das nächste Jahr uns dann begegnet. Ja. Deswegen habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, so ein bisschen guten Rutsch und so, weil wir werden uns vorher hier nicht mehr hören. Es wird noch einen Stream geben, einen Livestream am 30.12. Für alle, die dort nicht dabei sein können, schon mal guten Rutsch und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr 23, nicht mehr 22. Ja. Und, also der 30.12. ist ja nochmal ein Livestream. Da könnt ihr gerne nochmal einschalten. Da ist nochmal das gewohnte Programm mit 2 Stunden YouTubes und den Rest auf Twitch. So wie immer auf dem Freitag. Ja, und dann soll es ja dieses Jahr gewesen sein. Vielleicht machen wir Silvester wieder einen Stream, weiß ich noch nicht. Könnten wir noch mal wieder machen, haben wir auch lange nicht. Ja. Ansonsten schreibt gerne mal rein, wie war euer Jahr so. Was, oder falls ihr nachher Bescherung guckt, was habt ihr zu Weihnachten bekommen oder sowas. Schreibt mal gerne rein, ich freue mich immer über jeden Kommentar, den ich lesen darf. Ja. War auch ein abenteuerliches Warndreieck hier, wa? Ja, dieses Jahr da fahren wir auch alle, also ich sag mal, wird jetzt mal uns alle, fahr uns schneller, du! Was uns dieses Jahr alle so betroffen hat, war ja einerseits natürlich immer noch die ganze, ich will hier keinen großen Jahresrückblick machen, da könnte der Günther ja auch, ah ne, der macht das ja nicht mehr. Aber könnte er was im Fernsehen gucken, aber ich sag mal trotzdem, also krank waren wir dieses Jahr, ich bin jetzt momentan schon wieder, krank waren wir irgendwie häufig. Dann die ganze Preisgeschichte momentan, auch wirklich schlimm, ja. Und hoffen wir mal, dass das im nächsten Jahr nicht noch schlimmer wird. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ach, Ruhe! Ich fahr super! Ja, Führerschein gewonnen oder was, Manfred? Ich glaub's auch. Du traust dich ja nicht mal hier bei dem Wetter zu fahren, du Affe. Bist ja nicht hier.
schmeiß euch gleich raus hier mitten im Wald. Was ist denn so weit? Dreckspack da hinten. Ja, für das neue Jahr, was habe ich gesagt? Also die Add-ons, die kommen werden. Ich freue mich auch auf neue Maps, die wieder kommen werden. Und mal sehen, was eben mit den Bussen wird, ne? C2 zum 15. und 16. Mal. Wenn ihr noch Ideen habt, was nächstes Jahr rauskommen könnte, schreibt es mir gerne rein. Aber der Omsi, der wird irgendwie nie aussterben, so, ne? Das ist so mein Eindruck. Das sage ich jedes Jahr. Immer noch wird produziert für den Omsi Add-ons und Karten und alles Mögliche. Sogar ich jetzt hier mit dem Auxi noch so eine Erweiterung, wo man hier so ein bisschen was einstellen kann. Was ich euch damals ja im Stream auch schon vorgestellt hatte. So im Detail. Fahr doch mit deinem scheiß Taxi, Alter. Allerdings, der Weihnachtsmann, der schiebt noch von hinten an, oder was? Mit den drei Rentieren. So, jetzt haben wir wieder so ein Omsi-Phänomen. Im Tunnel schneit's. Hallo. Hallo. Er ist schon jetzt lustig gemacht, der Weihnachtsmann, oder? Da hat er sich hingesetzt. Warte mal, vielleicht sehen wir ihn. Hier. Ist schon cool, oder? So, oh Gott, jetzt sind wir hier hoch, oder was? Ich hoffe, wir schaffen das, Alter. Ah, kriegen wir hin, haben wir hier einen schönen Mercedes-Bus. Jo, und ansonsten wird Weihnachten wieder so das Übliche werden, denke ich mal. Ja. Kartoffelsalat, Bockwurst. Oder wie ist das bei euch? Und dann lassen wir zum Jahresende hier nochmal ein bisschen die Sau raus im Stream. Am 30.12. Machen wir auf jeden Fall. Das gehört, der meckert so ja der Weihnachtsmann da hinten. Ich glaub's ja, ey. Nicht mal an Weihnachten ein bisschen Besinnlichkeit hier im Omsi, Alter. Oh, ist auch eng gemacht hier, du. Also wirklich ein schöner Weihnachtsbus, das muss man sagen. Ich dachte, wir machen uns halt heute auch mal ein bisschen besinnlich und gemütlich. Ich glaube, einmal sind wir auch irgendwie Weihnachten Kevins Stadtrundfahrt da gefahren. Auf Gladbeck. Ja, weiß nicht, ob das so besinnlich war, aber es war auf jeden Fall lustig. Ist mir dieses Jahr auch nochmal sehr aufgefallen, tatsächlich, so im Stream. Was ich so gar nicht vermutet hätte. Also ich werde immer noch von vielen sehr auf diese ganze Gladbeck-Geschichte, Kevin-Geschichte, immer noch sehr
reduziert, sag ich mal. Mischdecke hängen ja nicht mehr. Aber gut. Die einen sagen, der hört nur Schlager, der andere, der macht nur Halligalli. Ja, dann sagen wir, ach, der ist ja mit Gladbeck, so irgendwie. Viel mehr reduziert man mich irgendwie nicht. Also so die meisten, ich weiß, es gibt auch Ausnahmen. Und ja, na gut. Also von Kevin habe ich nichts mehr gehört. Da fragen immer viele, was macht der, kommt der noch was? Da habe ich jetzt nichts mehr gehört, dass da irgendwie was kommt, weil er mittlerweile eine andere Einnahmequelle hat. Für alle, die mal Lust auf ein bisschen recherchieren haben, können das gerne mal machen. Dann findet er auch relativ schnell, womit er jetzt sein Geld verdient. Zeit wird's, also dann auf seine Add-ons können wir durchaus verzichten. Ja, und dann bleibt mir natürlich auch nur noch zu sagen, ein großes Dankeschön an ganz, ganz viele Menschen da draußen, also an euch alle, die immer noch da sind, wer weiß wie lange schon. Wir sehen es im Stream jede Woche. Da sind utopische Zahlen dabei bei manchen, die da rein zappen, also quasi die Kanalmitgliedschaft da lassen oder halt wieder erweitern. Die mittlerweile schon seit 3 Jahren hier Kanalmitglied sind oder bei Twitch schon Subscriber sind seit mehreren Jahren. Ist einfach echt schön zu sehen, dass es euch immer noch gefällt, Woche für Woche. Dass ihr immer noch mich unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür wirklich ein großes Dankeschön auch die vielen Zuschauer, wo ich vorhin schon was zu gesagt habe, die Woche für Woche immer da sind und so. Und auch wenn sie vielleicht nicht lange da sind, aber sie lassen sich immer wieder blicken. Und das ist echt ein schönes Gefühl, was ihr mir damit gebt. Aber auch im Privaten, da gibt es in diesem Jahr doch ein paar Menschen, die ich, also wo ich sage, ja, die sind, boah, Alter, jetzt rutscht er aber hier, der bremst ja nicht, Alter, der bremst ja nicht, gar nicht. Kommt jetzt hier, kommen die hinterher? Ja, die kommen da hin gelaufen, Alter, klar. Jetzt steigen sie hinten ein. Ja, Alter, aber das ging gar nicht, okay, also bergab rutsch ich, da ihr sehen, ne? Das ging gerade gar nicht zu bremsen. Einmal Kurzstrecke bitte. Auch noch. Ah, gut. Also ich hatte diesem Jahr auch in meinem privaten Umfeld viele Menschen, die mir doch sehr geholfen haben und die für mich da waren. Da sind auch ein paar von meinen Moderatoren hier im Stream. Also auch an euch ein ganz großes Dankeschön. Dafür, dass wir auch im Privaten füreinander da sind. Ja, dann wird die Zukunft wieder mehr in Richtung Elektro gehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob da noch was kommt für Omsi so ein bisschen in Sachen Elektrobusse. Sobol hat es ja schon vorgemacht mit seinen ganzen Packs, die er da rausgebracht hat. Also er hat ja auch schon eine Elektrovarianten rausgebracht. Wird die Zukunft sein und da bin ich sehr gespannt, ob wir dann um sie auch noch irgendwie mal wieder was sehen nächstes Jahr. Das war ja dieses Jahr, bis auf diesen komischen China-Elektrobus, den wir da in Peking hatten, war da dieses Jahr auch nicht besonders viel. Mit Elektrobussen. So, hier dürften sich die Busse eigentlich kreuzen wahrscheinlich, ne, wenn die Straße hier so schmal ist. Nehme ich mal sehr stark an. Sind hier nämlich auch noch eine Minute zu früh.
warten wir mal hier einen Augenblick. Ja, ist hier immer schwierig, ein Foto zu machen, weil. Sag euch ganz ehrlich, weil das zu dunkel ist. Na, das kenne ich ja aus den letzten Jahren. So. Aber mal weiter. Ich hoffe, dass wir hier noch heil an unser Ziel kommen. Aber, also gebt euch mal den Himmel, Alter. Das sieht ja wirklich. Ah, jetzt gerade wieder nicht, aber eben gerade sah das echt schön aus. Na, hier mal so guckt. Schon heftig, ja. Und das mit der OMSI-Grafik, ja. Also, das ist schon. Manchmal echt ein kleines Wunder, dass das doch noch so schön aussehen kann, obwohl das hier alles. Bisschen 80er Jahre mit dem IKEA-Steckbaukasten und so, ne. Boah! Jetzt hat das aber hier. Jetzt sind wir irgendwie auf eine Eisfläche gekommen. Jetzt hat es aber gerutscht hier. Meine Fresse. Ich bin schon extra vorsichtig abgebogen. Aber gut. Na gut, na gut, na gut. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Ja? Nee. Ja, wir machen hier einen auf Sauna, genau. Weihnachtssauna machen wir heute. Hätt mal nicht frech hier. Doch. ...21 Grad im Bus. Kann ja mal hier Bus vorheizen machen. Dann haben wir nämlich wieder 19 Grad. Was Umkehr, sagt er. Nur damit wir jetzt das scheiß Dorf hier mitnehmen, oder was? Na, das ist ja auch ein Quatsch hier, na gut. Alter, ist das rutschig hier, Alter, ist das rutschig. Boah, der fährt, der ach, Ruhe da hinten, ja. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Manfred, Alter. Halt's Maul. So, Gletscherparkplatz. Mal jeder zum Gletscherexpress. Ich weiß nicht, ob der fährt bei dem Wetter. Ich hab's wieder so bekloppte von euch, die würden das fahren. Bei dem Wetter. Komm mal Fernlicht anmachen. Oh ja. Oh ja, jetzt sieht man deutlich mehr. Jetzt wieder ausmachen. Krass, oder?
Sieht schon heftig aus. Oh, Kurve, Freunde. Und es schneit wieder im Tunnel. Das ist normal. Ja, mittlerweile fährt der Gletscher-Express ja auch bis Zabelstein hinter. Also kann man auch da theoretisch umsteigen. Römerberg ist auch so eine Kultkarte, ne, aus OMSI-1-Zeiten. Deswegen habe ich sie mal wieder ausgepackt. Ich hatte sie noch auf dem Rechner irgendwo liegen. Irgendwie bekam ich da letztens Bock drauf, weil ich dachte, passt doch eigentlich genau so eine Winterlandschaft hier. Schöne Karte eigentlich, oder? Für so ein Weihnachtsvideo. Nun fahr! Grüner wird's nicht. Ja, warum? Weil kalt ist draußen. Danke. Bitte. Hallo. Einmal die Kurzstrecke. Die alle irgendwie ein falsches Wärme empfinden oder was? Danke. Bitte. Ein Fahrschein, bitte. Ja. So, Abfahrt, weiter geht's. Aber ich muss echt sagen, der Bus sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch hier mit diesen Schneeflocken oben drauf und so. Sehr, sehr cool. Es ist ein Bus aus dem Jahr 2017. Die ZF-Variante. Also quasi ZF-Soundmod-Variante. ZF sind die ja irgendwie alle, glaube ich, hier. Das heißt, er hat auch noch so ein bisschen das alte Licht hier drin und so, ne? Also noch so angeordnet wie halt in der Generation davor. Ja, und so fährt auch, meine ich, der Gletscher Express dann noch, ja? Aber wie gesagt, den wollte ich uns heute mal nicht antun. Halt doch dein Maul, Alter! Halt dich fest da hinten! Gibt's doch ja, ne? Könnt gleich alle hier im Tunnel aussteigen. War ein bisschen zu schnell. Alter, was ist das hier? Sendet hier so glatt? Naja, Ruhe da hinten. Das war doch vorhin noch nicht so glatt, Alter. Was ist denn hier los? Das ist bestimmt, weil das die Strecke vom Gletscher-Express ist, Alter.
Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch hier Alter, das ist ja glatt, so viel glatt war das vorhin nicht. Dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Start in den Heiligen Abend hattet hier mit diesem Video, wie immer. Jo, ich erzähle es, dass eure Geschenke abholt und dann euch schön mit dem Essen, was bei euch wahrscheinlich immer gibt zu Weihnachten, ja, den Bauch vollhaut. So soll es eigentlich immer sein. So mache ich das eigentlich schon seit vielen Jahren hier. Einfach wirklich mal besinnlich und mal kein hektisches Video, sondern einfach ganz entspannt. Hoffe ich, dass euch hier diese Eindrücke gefallen haben im verschneiten Römerberg. So, hier noch nicht, ne? Die nächste erst dran, genau. So war das immer. So, dann können wir da mal kicken. 636 eigentlich, oder? Auch, ach, wir stehen beim Gletscher Express. Also. Gott, dann müssen wir mal einen Dollar einschlagen, ja? Uiuiui. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Dann stehen wir hier ganz links außen. Ich bin in die Linie auch noch nie gefahren. So, da sind wir. Raus, ihr Weihnachtselfen. So, hast hier nur 12 Minuten Standzeit. Und wieder zurück nochmal zum Westbahnhof. Ja, hat er schon umgeschildert. Schön, schön. Dann soll es das hier gewesen sein. Von der Karte Römerberg mit dem Weihnachtsvideo 2022. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten. Genießt die Zeit. Einfach mal ein bisschen runterkommen in den turbulenten Zeiten. Und ja, wer Lust hat, am 30.12. der nächste Livestream. Wer keine Lust hat, auch noch einen guten Rutsch. Und ja, passt auf euch auf. Macht's gut, haut da rein. Ciao, ciao.